Hallo und herzlich willkommen zu Happy Hour. Heute gibt's das zweite Video der Reihe Das kleine Cocktail einmal eins. In dieser Folge geht es um das Shaken von Cocktails. Der ursprüngliche Shaker, der Boston Shaker, besteht aus zwei Teilen. Einem Mixglas, das meist aus Glas besteht, und einem größeren Becher aus Metall. Da das Eis, welches beim Shaken verwendet wird, nicht ins Glas soll, wird doch immer noch ein Barsieb, auch Strainer genannt, benötigt. Mit dessen Hilfe wird beim Einschenken ins Cocktailglas das Eis im Shaker gehalten. Dieser Vorgang wird Abseihen genannt. Weit verbreitet ist heutzutage auch der dreiteilige Shaker. Der 1872 patentierte Shaker hat den Strainer bereits integriert. Dies vereinfacht das Abseihen, dadurch ist aber auch die Reinigung umständlicher, weshalb diese im professionellen Umfeld seltener benutzt werden. Weiterhin gibt es noch besondere Formen wie Speed Shaker oder Tintin Shaker. Zur Verwendung des Boston Shakers. Als erstes werden die Zutaten ins Mixglas gegeben. Wenn ihr eine Skala in eurem Mixglas habt und diese verwenden wollt, empfiehlt es sich, das Eis erst als letztes ins Glas zu geben, da sonst die Mengen nicht richtig passen. Wenn ihr ein Barmaß verwendet, dann könnt ihr auch das Eis schon als erstes ins Mixglas geben. So werden die Zutaten dann länger gekühlt. Geschlossen wird der Boston Shaker, indem der Metallbecher auf das Mixglas gesetzt wird. Durch einen Schlag auf den Metallbecher wird der Shaker dicht. Geshakt wird kurz und kräftig, meist ca. 10 Sekunden. Je länger geshakt wird, umso kälter, aber auch verwässerter wird der Cocktail. Beim Shaken sollte der Metallbecher immer in Richtung des Kunden zeigen. So werden diese nicht bespritzt, falls der Shaker doch mal nicht hundertprozentig schließt. Mit einem Schlag auf die Seite des Metallbechers wird der Shaker wieder geöffnet. Zum Abseihen wird das Barsieb in die Öffnung des Shakers gehalten und der Cocktail ausgegossen. Das Eis bleibt so im Shaker. Für eine schöne Schaumkrone könnt ihr den letzten Teil im Shaker auch nochmal leicht schütteln und erst dann ausgießen. Beim dreiteiligen Shaker funktioniert es ähnlich. Die Zutaten werden eingefüllt, das Schließen des Shakers ist hier einfacher. Beim Shaken sollte man den Shaker so greifen, dass die Einzelteile während des Shakens zusammenbleiben. Nach dem Shaken wird die obere Kappe entfernt und der Cocktail wird durch das integrierte Sieb abgeseilt. So einfach werden Cocktails geshakt. Habt ihr noch Fragen zum Shaken von Cocktails? Schreibt sie mir in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Über ein Abo oder einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Bis zur nächsten Folge, euer Chris.